Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer weiteren geschmeidigen Ausgabe Gothic 3. Wir sind nach Methana zurückgekehrt. Und ich wollte mich einfach mal umgucken. Da musste ich kurz husten. Ich weiß, wir haben eigentlich bei der letzten Folge an der Küste vorne Schluss gemacht, aber ich habe diese Insel hier nochmal gesehen und dachte mir, Moment. Gab es denn hier nicht eine Kiste, die ich noch nicht plündern konnte? Nee. Okay, das habe ich dann wohl verwechselt. Das ist dann doch nicht der Fall. Okay, ist nicht schlimm. Wir haben ja am Ende der letzten Folge unten in Kap Dun die Höhlen aufgeräumt. Das war auf jeden Fall richtig und wichtig. Und ich habe mich jetzt aber nochmal entschieden, nicht nach Trelis zu gehen und jetzt dort einfach hier weiter zu machen. Hier steht etwas über die alte Magie. Sondern wir gehen nochmal nach Ardea. Und zwar gibt es an der Küste noch eine Höhle auf der Nordseite. Das Dorf. Oh. Die Wände denken. Oh. Schnell umziehen. Ich habe nichts gesehen. Und zwar gibt es noch eine Höhle. Ihr erinnert euch. Eine Höhle voller Ogre und Goblins. Ich habe. Ich habe diese Höhle damals natürlich noch nicht gemacht. Ein paar Goblins habe ich, glaube ich, geholt, aber sonst nicht sehr viel. Einfach, weil es natürlich viel zu gefährlich war, klar. Jetzt ist die Zeit aber reif, ja, auch uns diese Erfahrungspunkte rein zu snacken. Und überlebe ich das? Superheldenlandung, damit geht alles. Und ich möchte das jetzt machen. Das machen wir noch schnell, quasi so als Opener der heutigen Folge. Ach, guck mal. Das ist dein Ende! Nein. Ah, das war zu spät. Ah. Ja, ja. Oh. Ja. Damit habe ich mal schnell mein ganzes Mana gewastet. Bleib stehen, du Feigling! Ja. Ja. Truppenführerrolle. Der eine da hinten, der hat schon gar keinen Bock, der weiß, was ihm blüht. Ich weiß noch, wie heftig der am Anfang war. Tja, Zeiten ändern sich, was? Landratte. Sein Bauer. Schnell das Hühnchen getötet. Aber es da ist nichts zu. Hier war ich am Anfang also auch noch nicht. Die habe ich mir noch nicht zugetraut. Ich glaube, ich habe die versucht einmal zu bekämpfen, habe aber dann schnell gemerkt, oh, das wird nichts. Und habe mich dann sehr schnell dazu entschieden, das weiter zu suchen, wenn ich mich recht entsinne. So, aber die Höhle, die holen wir uns jetzt trotzdem. Da ist es auch egal, dass jetzt Nacht wird. Das spielt für uns keine Rolle. Und danach, ich verspreche es, danach machen wir wirklich in Trelis weiter. So wie ich es einst schwor. Letzte Folge. Damals. Also ich muss sagen, die Roben gefallen mir eigentlich alle ganz gut. So eine richtige Lieblingsrobe habe ich jetzt gar nicht. Vielleicht mache ich das auch. Ach, ich weiß nicht. Komm, ich bin jetzt hier in der Natur unterwegs und da passt das schon, eine Adanos-gefällige Robe zu tragen. Ist schon ganz passend. Und ich muss echt sagen, ich mag diesen Stab. Vom Design her gefällt er mir sehr viel besser als dieser Schwarzmagierstab. Alter. Seid ihr nachgespawnt? Ihr seid doch 100 nachgespawnt. Ich erinnere mich, dass ich schon mal ein paar von euch hier getötet hatte. Oh, die ganzen Fleischschwanzen, die ich auch noch killen kann. Komm, dich versuche ich mal im Nahkampf. Alter. Junge, ich bin so kacke im Nahkampf, das kann ich mir sparen. Ich glaube, im Nahkampf reicht es für ein paar Fleischschwanzen, wird das reichen im Nahkampf, aber so. Oder wir machen es uns einfacher. Yo. Das macht Spaß. Aber es erwischt tatsächlich nicht alle. Also hier muss ich echt immer noch mal gucken,
Weil so ein paar überleben es immer. Bei einem Feuerball sind die tatsächlich nicht One-Hit. Naja, gut. Aber gut, ich habe den Feuermagier-Perk auch noch nicht, deshalb macht das auch noch nicht so ultra viel Damage. Also macht schon gut Schaden, aber ist jetzt nicht so viel, wie es sein könnte. Hab ich da gerade jemanden sprechen gehört? Ja klar, über mir ist ja AD. Das lohnt sich nicht. Kurz überlegt, jetzt hier nochmal eine Eisexplosion abzugeben, aber... Wie brav die sich hier alle einzeln anstellen, um sich töten zu lassen. Voll nett. So. Aha, Goblins sind tatsächlich jetzt schon erledigt, sehr gut. Okay, hier ist noch einer. Wie viele Fleischschwanzen hier einfach leben. Das ist ja ein widerlichstes Loch. Da gibt's nochmal... Ey, da gibt's richtig viele Erfahrungspunkte, wenn ich das alles nochmal kille hier. Richtig, richtig viel. Ich werde nicht alles looten, aber... Die Erfahrungspunkte... sind schon lecker. Okay, bei den Ogern muss ich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Da ist immer so beengter Raum und so, da ist immer ein bisschen schwierig. Ach, warte mal, nee, das sind alles nur Goblins. Das wären alles Oger. Wie viele Oger haben wir denn hier? Noch mehr Oger? Ja, auch gut kassiert schon. Ich glaube, nochmal so eine Eissalbe und die sind weg. Der hintere friert zuerst auf, ja. Oh, das war jetzt aber auch knapp hier, ey. Dass hier alles kreucht und fleucht, das ist ja wirklich ein wahrer Erfahrungssumpf hier, diese Höhle. Wahnsinn. Brauche ich noch einmal mit dem Staubsauger hier durchgehen und das alles looten. So, was haben wir denn hier alles? Hier gibt es auch noch eine Menge zu holen. Erstmal die ganzen Pflanzen natürlich. Aber auch so ein bisschen Kleinkram. Oh, ein Schatz. Ui, also goldtechnisch war das schon mal sehr gut. Ich habe zwar im Moment nichts Konkretes, worauf ich spare, aber es ist immer gut, sich irgendwie einen Geldvorrat anzuhäufen. So. Da können wir gleich mal das ganze Pflanzenfleisch braten. Wenn wir jetzt einmal hier sind, machen wir das direkt. Oh Junge, Junge. Man merkt, dass man wieder in Myrtana ist, wenn man auf einmal fast 100 rohes Fleisch mit sich rumschleppt. Das ist in Varant tatsächlich gar nicht so normal. Okay. Ja, ich würde sagen, wir switchen mal wieder die T-Pose, nice. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder nach Trelis und questen dort weiter. Es war eine erfahrungsreiche Anfangsphase. Ich glaube, zum nächsten Level Up dauert es dann doch noch ein bisschen. Mit Torus rede ich jetzt noch nicht. Weil andererseits ist es schon fast Nacht. Ach komm, dann reden wir jetzt halt doch mit Torus. Was soll der Geiz? Du schon wieder. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? Ich erinnere mich. Dein Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Immer noch sauer wegen der alten Geschichten? Jedes Mal, wenn du auftauchst, bricht alles zusammen. Damit ist jetzt Schluss. Die Orks beherrschen jetzt die Welt. Und auch du wirst dich ihren Regeln beugen oder sterben. Oder ich werde euch alle töten, Alter. Ich sehe, du machst hier wieder die Torwache. Spar dir deinen Spott, du Mistkerl! Ich bin garantiert der einzige Mensch in Myrtana, der es geschafft hat, dass Orks seinen Befehlen gehorchen. Wenn du diesmal wieder vorhast, mir alles kaputt zu machen, dann bringe ich dich um, ist das klar? Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es.
Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Trelis. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Erzähl mir mehr über die Stadt Trelis. Trelis ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Entspann dich, alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle würde ich nicht da rausgehen. Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Damit ist jetzt Schluss. Geh zum Tempel und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Die Ausgrabungen am östlichen Tempel laufen wieder. Das wird aber auch Zeit. Nicht mehr lange und ich bekomme hier Ärger von oben. Hier hast du deinen Sold, Mistkerl. Dankeschön, Torus. Freut mich auch. So, jetzt gehe ich aber erstmal rein und suche meinen Schlafplatz. Wo konnte man hier nochmal pennen? Ja, gab's auch irgendwo. Oh, der hat auch einen schönen Sitzplatz hier gefunden. Sieht idyllisch aus, ne? Wenn man die Burg jetzt mal so von innen betrachtet. Das sieht schon recht hübsch und idyllisch aus. Kann man nicht anders sagen. Idyllischer wär's, wenn keine Orks hier wären. Ach ja, komm, als ob die alle auf dem Boden pennen. Kannst du mir nicht erzählen, die müssen alle Rückenschmerzen des Todes haben. Oder denen muss es richtig, richtig gut gehen. Also so gar keine Rückenschmerzen. Das kann natürlich auch sein. Muss da irgendwo ein Bett sein, was ich benutzen kann? Ach doch, bei Besser. Halt, Mora. Hast du Heiltränke bei dir? Ich brauche Heiltränke. Gib mir alle, die du bei dir hast, sonst gibt's Haue. Verstanden? Ich gebe dir erstmal einen. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr. Später. Ich muss erstmal pennen. Kabir. Genau, du hattest ein Bett. Ich meine, ich bin hoher Schwarzmagier, er wird meine Gastfreundschaft zu schätzen wissen. Mein Besuch, meine ich nicht, meine Gastfreundschaft. So, gut, dann jetzt haben wir Tageslicht und jetzt können wir uns da draußen mal ein bisschen besser umsehen. Und das ist doch eine hübsche Sache. So, als erstes holen wir uns diese hinterlistigen Gesellen, die wir komplett ausrotten. Ach ja, und wir haben natürlich hier noch eine Menge Heil- und Mana-Pflanzen, das freut mein Alchemistenherz natürlich. Da können wir viel machen. Da können wir doch viel holen hier. Heilpflanzen. Und Kronstöcke habe ich da im linken Augenwinkel gesehen. Das ist auch gut. Oh, ich habe eine Idee. Eine richtig gute Idee. Es könnte funktionieren. Ui. Du merkst richtig, du bist wieder ein Myrtana, wenn du ultra viele geile Pflanzen findest. So, und zwar sieht meine Idee folgendes vor. So, ich bin ja hier schon am Eingang.
Meine Idee sah eigentlich folgendes vor, dass ich hier alle zusammenrotte und dann per Eisexplosion einfach umlege. Oh. Ich hab Angst. Da war noch ein Dritter irgendwo. Erzähl mir doch nichts. Doch, da war noch einer. Okay, Jungs, das war's mit euch. Das ist so cool. Diese zwei Zauber in Kombination. Verdammt mächtig. Da sind nochmal zwei. Sehr gut. Okay. Er dreht sich mit, voll gemein. Darf er eigentlich nicht. Ist verboten. Aber jetzt auch egal. Das war so eine kleine Nebenquest, wenn man so möchte. Die haben wir jetzt mal so beiläufig mitgemacht. So. Nochmal von vorne. In der letzten schweren Truhe haben wir ein Paladin-Schwert gefunden. Gespannt, was es jetzt gibt. Oh, oh, eine Rubinklinge, Junge. Auch sehr geil, muss ich sagen. Ich glaube, die ist sogar besser als das Paladin-Schwert. Hier, nee. Nee, ist sie nicht. Sorry. Macht 75 Klingenschaden, aber gibt Bonustalent starker Schwertkämpfer. Also besser als das andere Schwert, was wir hatten. Und sieht auch verdammt geil aus, ey. Boah, Junge, was für eine geile Waffe. Ich muss sagen, ich habe ja trotzdem so einen Schwertfetisch. Also irgendwie so trotzdem ein bisschen mit Schwert spielen muss schon noch sein. So, das Wissen, dass ich ein Schwert dabei habe, das gibt mir irgendwie so innere Ruhe. Der Stab ist ganz cool, aber wenn es um Nahkampf dann geht, bin ich mit dem Schwert dann doch besser bedient. Zumindest gegen humanoide Gegner, also... Bei Viechern mag das jetzt trotzdem ein Problem sein, aber ihr wisst Bescheid. So, hier waren Kronstöcke. Wichtig. Den würde ich jetzt sogar mal nicht verbraten im Sinne von, ich mache daraus jetzt mal keinen Trank. Einfach weil ich, wie gesagt, zwei oder eine Kronstöcke brauche für den Alchemisten in Geldern, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Asche auf mein Haupt. Jetzt gehen wir erstmal zum Bauernhof und geben Ben seine Schaufel wieder. Und machen die Goblinhöhle. Das ist vielleicht jetzt das Sinnvollste. So, da höre ich doch schon wieder Wölfe. Oh, direkt vor mir. So. Und ich hatte gesehen, hier waren irgendwo Heilpflanzen da vorne. Die lasse ich mir doch nicht entgehen. Ach, so eine schöne Gegend hier. Also wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich so Myrtana trotzdem als Wohnplatz wählen. Nicht, weil es so ultra schön ist, es ist sehr schön, aber... Eigentlich eher wegen dem Klima. So in der Wüste würde ich deswegen nicht wohnen wollen. Aber ich würde wahrscheinlich weit im Norden Myrtanas, also irgendwo in der Grenze zu Nordmar wahrscheinlich wohnen, wo es trotzdem noch recht kalt ist. Also das würde ich wahrscheinlich trotzdem. Wenn ich mir so eine Gegend aussuchen würde, wäre es wahrscheinlich so irgendwo hier, so nördlich von Gotha, so Richtung Nordmar. Irgendwo in den Bergen. Das wäre genau das Richtige für mich. Noch so ein Söldner. Bist auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu leiden. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Wird Zeit, dass dir jemand Manieren beibringt. Dann zeig mal, was du kannst. Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Boah, Junge, erstmal die neue Rubinklinge einweihen. Dem hast du's gezeigt. Und die Sklaven freut's. Eigentlich ist er wahrscheinlich auch selber auch ein Sklave. Hm. So, wir nehmen erstmal hier Bären mit. So, und Dereks Truhe können wir eigentlich auch plündern direkt, ne? Ja, sehr schön. 300 Gold. Abgesnackt. Der liegt immer noch, ey, oh mein Gott. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder.
Da sind noch mehr von den Biestern! Oh nein. Scheiße, das war... Ich hasse die Biester. Oh Mann, jetzt habe ich auch... Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Gott sei Dank juckt ihm der Verlust seines Angestellten nicht. Oh je. Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich an Trelis zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Zeig mir deine Ware. Hast du denn irgendwas, was spannend ist? Ein Pilzragout klingt spannend. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ein Langschwert. Okay, als Ersatzwaffe, warum nicht? So, okay, den Rest kann ich jetzt mal hier zu Geld machen. Der hat 9000, weißt du? Oh nein, nee, den Stab soll ich nicht verkaufen. Weißt du, er sagt, er kann die blöde Pacht nicht zahlen, aber hat einfach 9500 Gold bei sich rumliegen. Keine Ahnung. Kann er sich selber wahrscheinlich auch nicht erklären. Naja. Irgendwas wollte ich gerade... Achso, ja genau. Als ich die Innos-Statue gerade gesehen habe, dachte ich mir so, eigentlich interessant, dass die Orks, die Eroberer dieses Landes und die auch die Eroberer dieses Hofes hier, weil... Der Hof, und da steht ja den Orks, dass sie die Innos-Statue da stehen lassen. So, als ob die Orks den Menschen hier ihren Glauben zugestehen würden. Das ist irgendwie strange, weiß ich nicht. Ich meine, die Orks kämpfen ja offen für Belia und das ist eigentlich dann schon irgendwie seltsam, habe ich das Gefühl. Nichts zu holen, zu schwer. Na gut, weiß nicht, ist mir irgendwie gerade so durch den Kopf gegangen. Sehr schön. Noch mehr unnützer Tan, den ich verkaufen kann. So, dann wipen wir mal die Goblins wieder aus hier. Ich müsste mal schauen, auch bei der Gelegenheit, was ich so am Belia-Schrein für Zauber lernen kann. Ob es da irgendwas Cooles gibt, wo ich sage, okay, das lohnt sich jetzt mal zu lernen. Ich dachte halt auch schon an sowas wie Skelett beschwören oder so. Aber, ja, wahrscheinlich... Abgebrochen. Ich hätte eigentlich gerne sowas wie Blitz beschwören. Das ist eher ein ganz geiler Zauber. Aber da muss ich mal gucken, was ich dafür brauche. Also welche Bedingungen ich dafür erfüllen muss. Ich glaube, es war mindestens Blitzschlag. Ja, Blitzschlag brauche ich als Voraussetzung. Also den hier. Und dann Blitz beschwören. Energieschaden ist halt 1000. Das ist halt komplett krass. Aber ich glaube, so einen Zauber werde ich nicht an einem Schrein lernen können. Ich glaube, dafür bräuchte ich halt entweder einen Schwarzmagier oder einen Schaman. Vergiften ist halt noch ganz interessant. Das können wir mal auch machen. Das wird bestimmt nur so 3-4 Lernpunkte kosten. Wurde mir auch schon mal in den Kommentaren empfohlen, dass ich das mal mache. Aber ich brauche das bis dato ja eigentlich nie, weil ich ja immer die Klinge dabei hatte, die vergiftete. Aber an sich würde es sich jetzt mal schon lohnen. Vor allem mit der Robe bin ich ja Schwarzmagier. Nee, Entschuldigung. Ich bin mit der... mit dem Stab bin ich ja Schwarzmagier. Das bedeutet, meine Belia-Zauber machen dann doppelt so viel Schaden. Komm, bevor ich jetzt hier erstmal... Haben zwei Schweine geklaut? Nein. So, wir lassen hier nichts an Erfahrungspunkten zurück. Zu schwer. Okay. Diese Kisten sind mein. Was haben wir denn hier drin? Naja, gut, okay. Die Dietriche, bisschen Gold. Also Kleinvieh macht auch Mist. Das ist schon okay. Kleinvieh macht doch auch Mist. Ja, okay, Gold. Ja, Gold ist immer gut. Gold kann nie schaden. So, das Fleisch, was ich gerade abgezogen habe, das werde ich direkt mal hier zubereiten. Sehr schön.
Ach ja, diese friedliche Atmosphäre von Myrtana. Gerade eben mal so ein Goblin-Genozid begangen. Warte mal, an der Höhe. Da ist der Offenbündel. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Hier haben wir noch ein paar Pilze und ich glaube, die Kiste habe ich auch übersehen. Ja. Frechheit. Man könnte so. Ich habe halt schon mal wieder überlegt, mal wieder so ein Atmosphäre-Video zu machen oder so ein Atmospheric Short oder irgendwie sowas. Könnte man mit Gothic 3 so viele geile Szenerien und Locations nehmen, die da eigentlich ganz gut passen würden. Harnischkraut, ich glaube, das war für Ausdauertränke wichtig, oder? Vom Namen her wird es keinen Sinn machen, weil Harnischkraut klingt irgendwie nach, naja, nach Harnischen halt. Lul. Herrscherkraut. So ein Mist, wo ist denn Harnischkraut? Eisenhalm? Ach hier. Ja doch, Ausdauer. Hat mich mein Verdacht doch nicht getäuscht. So, jetzt können wir Ben auch gleich noch seine Schaufel geben. Dann haben wir den Hof schon fertig. Oh je. Gut, Ben lebt noch, das ist gut. Können wir vernünftig miteinander reden? Verdammt, mir tun alle Knochen weh. Was willst du eigentlich von mir, du Spinner? Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau? Den Aufseher. Ja genau, den Aufseher dort. Wie heißt er? Das weiß ich doch nicht mehr. Die Orks sehen doch alle gleich aus. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich habe für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Ich habe hier deine Schaufel. Du bist mir was schuldig. Du warst tatsächlich im Tempel? Das siehst du doch. Aber da waren doch diese fürchterlichen... Untoten. Eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Du hast noch was vergessen. Was? Kohlefreundchen. Raus damit. Ich habe den Bauern Derek manchmal beobachtet, wie er nachts rüber zur Inos-Statue geschlichen ist. Sieh mal dort nach. Er hat da bestimmt noch einiges gebunkert. Ich glaube, ich komme öfter mal vorbei und poliere dir die Fresse. Ja, ja, ist ja gut. Ich halte ja schon die Klappe. Vor allem finde ich das so geil, weil das halt wirklich null versteckt ist. Diese Kiste da von Derek. Aber okay, das haben wir hier erledigt. Dann können wir eigentlich zum nächsten Hof... Nein, Bruder, er ist nicht fähig, zwei Waffen... mit einer, also zwei Einhandwaffen zu führen. Das ist ja unglaublich, Mann. Dass er diese Fähigkeit besitzt, wundert mich gerade total. Die Höhle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich Ruhe hier auf dem Hof. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. Ich wette mit euch, er ist so Arena-Meister von Bakaresh, Morasul und Ishtar. War dort irgendwie jahrelang Ausbilder, bis er sich in den Norden abgesetzt hat. Und jetzt ist so intuitiv ihm das wieder gekommen. Keine Ahnung. Unglaublich, ey. Der beherrscht den beidhändigen Kampf. Das ist... Das hätte ich jetzt von vielen hier erwartet, aber garantiert nicht von ihm. Von so einem Bauern, der so einen Hof hier führt. Das ist beeindruckend, muss ich sagen. Das hat meine Sicht auf ihn durchaus geändert. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes machen wir jetzt... Ein Abstecher zu... Warte mal, war ich in der Kiste hier schon? Nee, unwahrscheinlich. Ein Abstecher zu den Orks im anderen Hof. Hallo. Die Orks beim... Zu schwer. Hä? Habe ich hier gerade Minecrawler gehört? Hä?
Ah nee, das könnte die Schlange gewesen sein. So eine Klapperschlange. Mist, ich dachte kurz, hier wäre eine Höhle irgendwie unter mir. Mit Minecrawlern. Das hätte mich jetzt schwer beeindruckt, muss ich sagen. Ja, der Bauernhof, der melden soll. Hier, hört ihr das? Das ist doch ein Minecrawler. Ah nee, das ist die Schlange hier. Die ist unmöglich mit Magie zu killen. Okay, nevermind. Oder ich gehe erstmal zu dem anderen Bauernhof, da hoch, der da oben ist. Da muss ich aber noch mal kurz mit dem Prank sprechen. Der hier, dieser Ork, der mir die Tränke abnehmen wollte. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen, liebe Freunde. Lasst gerne ein Abo und ein Like für mehr Gothic-Content da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.